Aber in Kapitel 12 schreibt er über John Baptiste See und er sagt, John Baptiste See schätzt die Steuer falsch ein, weil John Baptiste See den Fehler macht, dass er Rente und Profit durcheinander bringt. Und ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich muss sagen, ich selber habe da irgendwo auch Probleme mit. Ich frage mich auch andauernd, muss man überhaupt Boden und Kapital so direkt auseinanderhalten oder ist das nicht mehr eine theoretische Spielerei? Adam Smith macht ja diese Unterscheidung von Boden und Kapital, gerade aus diesem Grunde auch. Es gibt noch einen anderen ganz großen Gewinner, den wirklichen Gewinner, und das sind alle diejenigen, die Grund und Boden besitzen. Und das sind ja auch meistens die Unternehmer. Viele verwechseln das, die sagen, die Preise des Bodens, die Preise des Landes steigen. Wenn ich neuen Boden kaufen möchte, dann steigt das. Also sinkt ja quasi gleichzeitig auch das, was ich für das investierte Geld bekomme. Wenn man es so sieht, dann hat man nämlich wieder den Boden als Kapital betrachtet. Wenn man den Boden allerdings als Grund, als Boden betrachtet und sagt, was ist denn das Gleiche wie Rendite und Stundenlohn, dann guckt man, wie viel bekomme ich pro Quadratmeter Boden heraus? Und da bekomme ich dann mehr heraus, weil in der Quadratmeterzahl fängt an, Boden zu fehlen. Und umso mehr Quadratmeter ich habe, jeder Quadratmeter, das, was ich dafür bekomme, wenn ich den verpachte, die Pacht wird immer